als er früh in den Zug stieg nach Berlin, da war es keine halbe Stunde später, da holte mich die Kripo von der Arbeit. Und das war eine harte Nummer. Also da dachte ich erst, du lieber Gott, was wollen sie denn jetzt von dir? Der fährt ja eigentlich mit dem Zug dahin, was wollen die jetzt von dir? Bin aber überhaupt nicht auf die Idee gekommen, auch mit dem Schreiben oder sonst was. Ja, ich musste ja mitfahren. Vielleicht beschreiben Sie noch kurz die Situation. Ja, ich bin an der Arbeit gewesen und mein Chef hat gesagt, Dore, du musst dich umziehen. Hier sind 4 Leute von der Kripo, sofort, ne, voll besetzt, noch mit dem zweiten Wagen. Da habe ich schon gedacht, also der Aufmarsch. Ne? Also, aber nicht zur Klärung eines Sachverhaltes, sondern Kripo, Morbus. Sonst bei der Stasi, da hat man ja immer schon gewusst, da kommt der Spruch, dann war es erstmal anders, ne? Dann wurde es eng und da habe ich noch gedacht, naja, Kripo und wir fuhren nach Worbis. Also mit dem zweiten Auto noch, also die vorne weg und die fuhren dann und ich dann hinten, also ganz normal, ne? Nicht jetzt mit Handschellen oder so wie bei der Inhaftierung, ganz normal. Und dann in Worbis wurde ich dann auch vernommen und da blieben auch 4 Leute drin. Aber das war wirklich, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, das war schlimmer als hier bei der Vernehmung. Da habe ich, also erstens mal war es so, ich war auch vollkommen unvorbereitet, was die von mir wollten. Das ging aber permanent darauf, wo ist Ihr Mann? Wo ist Ihr Mann? Wissen Sie, wo Ihr Mann ist? Was macht Ihr Mann? Ja, ich sagte, er ist heute nach Berlin gefahren. Wo will der hin? Was hat er vor? Also das war permanent zu wissen, die wollten, die hatten wahrscheinlich Angst, dass der jetzt irgendwas Schlimmes da in Berlin anstellt, irgendwas besetzen will oder irgendwas und die wollten mich weich drücken. Und aber richtig hart. Also da habe ich wirklich in dem Moment gedacht, die kommen auch mit körperlicher Gewalt. Das war so hart, das waren, und unter dem Strich waren das dann 8 Leute. Wirklich, ich habe die gezählt. 4 gingen raus, nochmal 4 rein. Das waren diese K1-Leute, die waren knallhart. Also wenn ich die heute wiedersehen würde, da habe ich einen viel größeren Hass drauf. Die haben mich so behandelt, das war wirklich unter der Gürtellinie. Ich kann das überhaupt nicht mehr genau beschreiben. Es ging immer nur, Sie wissen doch, wo Ihr Mann ist. Und was haben Sie sich überhaupt gedacht dabei, nach dem Westen zu wollen, was Sie hier vorhaben und also so auch privat. Ne? So. Das ging auch schon unter der Gürtellinie, aber ich kann mich nicht so in Einzelheiten erinnern. Ich habe nur immer gedacht, du musst stark sein, darfst nichts verraten. Ich sage, das werden, können Sie ihn auch selber fragen, wenn er wiederkommt, was er da macht. Ich gehe arbeiten und er ist in Berlin, also wir kontrollieren uns ja nicht permanent. Ich habe mich dann wirklich ganz gut gehalten und am Abend spät, da haben sie, waren sie dann noch so freundlich, haben meinen Schwager angerufen, dass der mich dann von Worbis abholt. Also das ging einen ganzen Tag lang und die haben mich dann zwischendurch auch sitzen lassen, stundenlang, sind raus und rein und also ich war ja fix und fertig und nächsten Tag bin ich ja wieder an der Arbeit gegangen. Mein Mann kam abends wieder. Ganz kurz, wurden Sie denn dann auch bedroht schon oder wurden ja, also die Konsequenzen angedroht? Nein, Konsequenzen gar nicht, sondern also permanent nur, was wir wo wollen und was wir vorhätten, wir würden uns umgucken. Also so geht's nicht. Ja, ich sage, ich habe doch gar nichts gemacht, ich bin an der Arbeit, mein Mann ist in Berlin, da müssen Sie mit ihm reden. Ich sage, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ja, ich habe also wirklich immer so eine klassische Stelle bewahrt und habe auch gut gekontert. Aber das ging dann schon so rein und raus und so richtig niveaulos. Ja? Also das war also richtig so unter der Gürtellinie. Also mir hat keiner irgendwie, mich hat keiner berührt oder was, aber es war so abartig, ne? So wirklich abartig, ne? die ganze Taktik. Und eben auch diese vielen Leute und dieses, ich wusste eben, sie hatten Angst, dass er jetzt irgendwas anstellt, was eben die Ausreise erzwingt. Ne, mit irgendeiner Aktion. Und also da konnte ich dann abends nach Hause und er kam ja dann auch abends zurück. Und da hatte er mir ja auch erzählt, also die sind ja dann wirklich fast in Gruppen hinterhergelaufen. Also er wurde dann beschattet und ganz offensichtlich. Also wir wussten dann, also das war Freitag, wir wussten also jetzt brennen alle Lampen auf Rot.